Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge. Hallo Anna, mit dir habe ich auch noch nicht Hallo. geredet. Na? Hallo Anna, alles klar bei euch? Aber sicher, Roland. Danke der Nachfrage. Wir können uns nicht beklagen. Hast du dir schon das Schiff im Hafen angesehen? Natürlich. Sowas kommt doch in letzter Zeit nur noch ganz selten vor. Doch ich sage mir, wenn die Schiffe des Königs noch unterwegs sind, dann kann der Krieg auf dem Festland doch nicht so schlimm sein, wie die Leute alle sagen. Oder was meinst du, Roland? Ich denke auch, dass die Leute oft übertreiben. Man sollte sich nicht unnötig Sorgen machen. Hast du Sorgen? Naja, nur das Übliche. Aber wenn ich dir das erzähle, lachst du mich nur aus. Warum sollte ich dich auslachen? Weil mich alle anderen auch ausgelacht haben. Deshalb. Na komm, sag schon. Ich verspreche dir auch, dass ich nicht lachen werde. Na schön. Es geht um die Ratten. Ratten? Ja, hier in der Nähe des Hauses haben sich wieder eine ganze Menge von ihnen versammelt. Die machen mich noch ganz verrückt. Wie bitte? Sag bloß, dir machen die Viecher Angst. Na bitte, jetzt lachst du mich genauso aus wie mein Mann und alle anderen. Aber helfen will mir keiner bei meinem Problem. Mach, hätte ich jetzt bloß doch nichts gesagt. Jetzt beruhige dich. Ich werde dir bei deinem Problem mit den Ratten helfen. Wirklich? Ist das auch wirklich dein Ernst? Na klar doch, wenn ich es sage. Wo sind die Viecher? Die meisten halten sich auf dem Hügel in der Nähe unseres Hauses auf. Und wo sind die anderen Ratten? Die findest du irgendwo hinter Johanns Scheune. Wahrscheinlich beim alten Apfelbaum. Rattenplage, okay. Hier sollen welche sein, oder was? Ah, da hinten sind welche. Alter. Ach, das sind aber ja keine richtigen Gegner. Das sind ja keine Riesenratten. Die machen ja Damage. Komm her, du Ratte! Boah, das sind ganz viele. Und die kann man nicht looten, alles klar. Gut zu wissen. Hier können wir übrigens sehr viel sammeln wieder. Sehr viel Zeugs, das auf dem Boden liegt. Und die anderen sind auf irgendeinem Hügel in der Nähe von deren Haus. Wo ist denn deren Haus? Auf dem Weg können wir ja noch die andere Quest abgeben, was ja eigentlich geplant war. War da irgendwas? Ah, eine Waldbeere. Gut, dann geben wir mal die eine Quest schon mal ab. Halt, Moment, erstmal irgendwo Vorräte aufschnappen. Meine Meinung will ja keiner machen. Hallo? Jemand da? Nein? Gut, dann nehme ich alles mit. Ich schwöre es euch, irgendwann kommen noch so Quests, wo man wieder irgendwelche Nahrungsmittel sammeln muss, und dann haben wir alles. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. So. Jetzt gehen wir die Quest ab. Hey. Die andere. Hier hast du deine Äpfel. Danke, Roland. Dann hast du die Latte also gefunden. Wo war sie denn? Sie lag an der Scheune, hinter den Büschen versteckt. Ach, jetzt erinnere ich mich. Ich selbst hatte sie nach der letzten Ernte dahin gelegt. Gut. Wie peinlich. Sehr gut. Was? Du selbst hast die Leiter hinter die Büsche gelegt? Ja, da habe ich aber Johann ganz schön Unrecht getan. Du hast ihm doch hoffentlich nichts davon gesagt. Nun, ich mach dir mal keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass Johann jetzt böse auf dich ist. Hoffentlich, hoffentlich. Naja, hier hast du 20 Goldstücke für deine Hilfe. Und nochmals vielen Dank. Nur 20? Naja, okay, gut. Ich habe nur Äpfel gepflückt, ich weiß. Okay. Warum haben die eigentlich noch Fell? Oder halt Wolle? Egal. Wo sind denn jetzt die anderen? Hügel mit Ratten? Sag mal, wo pflückt denn der seine Rüben? Auf dem Gehweg oder was? Das sind die Treppenrüben, die sind ganz selten. Treppenrüben, ja. Hä, wo sind denn die Ratten? Steht das in dem Tagebuch, wo die sind?
Ja, auf irgendeinem Hügel sollen die sein. Ja, blablabla, die meisten befinden sich auf einem Hügel in der Nähe des Haus. Ja, was für ein Haus, was denn für ein Hügel? Da warst du schon hinter Johanns Scheune auf der. Ja, da. Blablabla, bla, bla. Andere wiederum hatten sich hinter Johanns Scheune in der. Okay, wir gucken mal. Okay, so. Ich musste gerade wieder niesen. Dann gucken wir nochmal in der Johanns Scheune, was wir finden. Aha, da ist doch noch eine Hütte. Da drin. Ach, guck mal, da sind doch die Ratten. Warum treffe ich die nicht, Mann? Ah. Wenn ich an denen gestorben wäre, hätte ich das Projekt beendet. Okay, nee, Quatsch. So weit muss man dann auch nicht gehen. Aber die haben mir gerade irgendwie ein bisschen viel gezogen. Wo war denn jetzt die Anna? Wo sind die jetzt hingedappt? Lümmeln die irgendwo da vorne rum oder was? Hallo? Wo sind die? Ich guck mal in ihrem Haus nach, das wäre eine Idee. Sollten sich Leute manchmal auffinden lassen, habe ich gehört. Ah, da ist sie sogar. Ich habe die Ratten getötet. Wirklich? Danke. Dann sind also jetzt alle tot? Naja, zumindest die meisten. Ich glaube aber, dass du die nächste Zeit auf jeden Fall Ruhe vor ihnen haben wirst. Ja, diese Viecher sind zäh. Würdest du gerne wissen, wo die alle herkommen? Wahrscheinlich haben die irgendwo unter der Erde ein Nest. Ja, wahrscheinlich. Du hast mir sehr geholfen. Daher sollst du eine Belohnung von mir bekommen. Es ist zwar nicht viel, aber kommt von Herzen. Sag aber bitte nichts davon meinem Mann. Keine Sorge. Ich kann schweigen. 50 Gold, okay. 50 Gold von Herzen. Noch mal kurz hier. Kurz ausgeruht. Das Leben getankt. Brauchen wir keine Items mehr verschwenden. Gut. Hau mal ab, Mann. So. Ja, wir haben ein paar Nebenquests dann doch erledigen können. Was machen wir nu? Ich schaue mich hier mal kurz um. Ob ich jemanden finde, mit dem ich reden kann. Was ist denn eigentlich hier drin? Gut, da komme ich noch rein, alles klar. Okay, okay. Ist doch wahr. Waffenknechte. Wer ist eigentlich der da nochmal? Ach, das ist Götz. Stimmt. Hallo, Roland. Der hatte ja einen Namen. Alles ruhig? Klar. Die paar Wölfe, die sich hier schon mal rumtreiben, machen mir noch lange keine Angst. Allerdings sollte ich mal wieder mit der Armbrust üben, damit mich keins von den Viechern erwischt. Warum hast du eigentlich so ein bekümmertes Gesicht? Ist was los? Ach, nichts, Roland. Na komm, mir kannst du es doch verraten. Was ist los? Na gut, du darfst aber keinem anderen davon etwas sagen, hörst du? Na klar, versteht sich doch. Mir ist was verdammt Blödes passiert. Ich habe den Schlüssel zum großen Turm verloren. Was? Den Schlüssel vom großen Turm? Hier am Hafen? Wie ist denn das passiert? Gestern Abend hatte ich noch etwas rumgetrunken und bin danach noch spazieren gegangen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Schlüssel noch. Aber als ich mich auf den Rückweg machte, war er plötzlich weg. Verstehe. Mann, du musst ja dann ganz schön blau gewesen sein. Tja, ich... Hast du denn nicht versucht, den Schlüssel wiederzufinden? Klar habe ich. Doch leider ohne Erfolg. Wenn das Bertrand oder die anderen Paladine mitbekommen, dann... Dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach mehrere Tage unter Arrest stehen.
Ja, und das wird wohl das Mindeste sein. Jetzt weißt du, warum ich mich so mies fühle. Sag mal, Götz, hast du eigentlich das Buch über das Armbrustschießen gelesen? Welches meinst du? Das Grundwissen? Der Schwöker von Prell? Ja, genau das Buch suche ich. Weißt du, wo es ist? Ich habe es vor einiger Zeit nochmal gelesen und dann irgendwo hingelegt. Aber wo? Tja. Vielleicht hast du es ja in deiner Truhe. Nein, da ist es nicht. Das weiß ich ganz genau. Zumindest glaube ich, dass es so ist. Tut mir leid, Roland, aber mir fällt es einfach nicht ein. Überleg doch mal, Götz. Ich muss das Buch unbedingt haben. Das Buch vom Prell. Bei Innos, wo habe ich es nur gelassen? Na, hoffentlich nicht bei den Lurkern. Da bestimmt nicht. Ich habe es meistens gelesen, wenn ich den Wachdienst auf der Burgmauer hatte. Auf der Burgmauer? Vielleicht liegt es da ja noch. Dann hätte es doch bestimmt jemand gefunden. Aber du kannst es ja mal probieren. Vielleicht liegt es aber auch irgendwo im Burghof, als ich mal Pause gemacht habe. So genau weiß ich das nicht mehr. Ja, vielleicht liegt es ja irgendwo in der Burg. Wegen des verlorenen Turmschlüssels. Ja, was willst du noch von mir wissen? Weißt du denn gar nicht mehr, wo du das Ding verloren haben könntest? Nun, eine Idee hätte ich schon. Ja, und? Erzähl schon. Ich werde das Ding vermutlich beim alten Sägehaus verloren haben. Ach nee, was wolltest du denn da? Dich vielleicht mit paar Lurkern balgen. Tja, ich habe keine Ahnung mehr, was ich da im besoffenen Kopf wollte. Auf jeden Fall sah ich dort plötzlich ein paar Lurker kommen. Da bin ich natürlich abgehauen. Nicht, dass ich mich vor den Lurkern fürchte, Roland. Aber in meinem Zustand? Ja, ja, ist schon klar. Aber warum gehst du nicht jetzt hin und suchst den Schlüssel? Ach nee, jetzt wo ich Wachdienst habe, das kannst du vergessen, Roland. Wenn die Paladine mitbekommen, dass ich so einfach meinen Wachposten verlasse, bekomme ich ganz gewaltigen Ärger. Stimmt, hatte ich ganz vergessen. Doch du, Roland, kannst dich frei bewegen. Könntest du nicht den Schlüssel für mich holen? Ach, jetzt soll ich für dich die Kastanien aus dem Feuer holen und mich mitten unter die Lurker wagen. Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Ich würde dir auch 100 Goldstücke geben, wenn du den Schlüssel findest. Also überleg es dir. Du würdest einem Kumpel damit wirklich aus der Patsche helfen. Ja, ja, mach mal. Ich werde den Schlüssel für dich suchen. Danke, Mann. Das werde ich dir nicht vergessen. Allerdings glaube ich, wir sollten jetzt noch nicht dahin zu den Lurkern. Die bringen uns wahrscheinlich um. Soll ich probieren? Ich probiere es mal. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Richtig, wofür ist denn die Speichern- und Ladenfunktion da, wenn man sie nicht benutzt? Und danach suchen wir mal das Buch zum Armbrustschießen üben. Und das da hinten wird das alte Sägewerk sein. Das habe ich schon immer gesagt. Schätze ich mal. Speichern kurz ab und auf. Kann ich den Kerl da mitnehmen? Den guten alten Hubert? Stimmt, ich kenne die Lurker zu der Mündung, aber da kriege ich keine EP. Probieren wir mal, ich höre doch hier was. Aber das klingt nicht wie ein Lurker. Oh nee. Boah. Ah, ein junger Artemis Lurker. Komm doch her! Ich glaube sogar, der Ding hilft sogar ein bisschen, der Hubert, der schießt mit der Armbrust, glaube ich. Nichts zu holen. Ja, die Texturen sind echt cool. Die gefallen mir auch ziemlich gut. Großes Lob nochmal hier an die Macher. Sieht echt geil aus. Ja, ja, das ist auch gut gemacht, dass da immer dabei steht. Das ist ein Arthanos-Lurker, Arthanos-Molrat. Genau, damit man nicht vergisst, wo man ist. Das glaube ich auch. So, da hinten sind Blutfliegen. Ist hier irgendwo der Schlüssel? Das erinnert irgendwie an Cavalons Hütte. Aber was ist das hier?
Sägewerk. Ach so, ein Säge. Ach, das ist eine Säge. Ja. Ich glaube, uns hat einer gewittert. Gewitter? Wo? In Düsseldorf? So. Wo ist denn der Schlüssel? Wir locken erstmal einen an. Komm her. Das sind junge Lurker, das macht die Sache wenigstens etwas angenehmer. Nichts zu wollen. Da kann man die auch nicht ausnehmen. So, wo ist der Schlüssel? Sie sind hier drin. Kohle, ach ja. Ja, lass mich ein bisschen suchen. Ich find's schon. Was heißt im näheren Umfeld? Es ist nicht auf der anderen Seite der Insel. Okay, es ist nicht auf der anderen Seite der Insel, ist mal gut. Flügel? Ist er auf der Hütte drauf? Okay, dann nicht. Dann guck ich da nicht nach. Ich höre überall Gegner. Aha. Ich wusste, ich habe einen von denen gehört. Er hat sogar Geld dabei. Das ist ja cool. Wahrscheinlich da hinten in der Hütte. Würde mir mein Instinkt sagen. Doch mal, wenn ich zu lang brauche, dann sag einfach, wo der Schlüssel ist. Ich will das eigentlich nicht so im Let's Play, aber war das ein normaler Lurker? Warum gab der. Der gibt 10 EP mehr? Im Ernst? Egal, ja, mach doch, sag mal, ob warm oder kalt ist. Ja, ich sag ja, der ist da drin bestimmt. Wie, kälter? Hä? Ist der hier oder was? Was denn für ein See? Das ist doch kein See. Das sind Blätter auf dem Boden. Ist der hier im Gebüsch oder was? Ah. 80 Mal vorbeigelaufen, hab den nicht gesehen. 80 Mal? Heilige Scheiße. Was, ich brauche die Lurker für was denn? Den nehme ich noch mit. So, den habe ich mitgenommen. Domme sagt, die soll nicht alle töten, da ich die noch brauchen könnte. Dann, ne, mach ich das auch. Gibt's hier viele Lurker? Okay, na immerhin. Also auch viele. Lass ich sie wenigstens mal leben und ja, jetzt gehen wir kurz den. Sieht in der Turm aus? Aus der Entfernung, da fehlt die Textur noch, oder was? Schlimme Zeiten sind das. Das lädt wahrscheinlich, wenn wir näher rankommen. Das ist mal wieder typisch. Oder auch nicht. Der Turm gefällt mir. Ist das ein Zaubererturm oder was? Kann ich da einfach so reingehen oder soll ich Götz erstmal den Schlüssel geben? Ich gebe einfach den Schlüssel, alles klar. Ich will was looten, aber okay. Ich habe den Schlüssel gefunden. Bei Innos. Ist das wahr? Nee, war ein Witz. Ja, er lag tatsächlich nicht weit von dem alten Sägehaus. Puh, ich danke dir. Du hast dir deine Belohnung ehrlich verdient. Da, 100 Goldstücke für dich. Gut, hier hast du deinen Schlüssel. Wie? Nee, nee, den behalte mal ruhig. Ich möchte so einen Ärger nicht nochmal haben. Ah, okay. Wie bitte? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Was wird Bertrand dazu sagen? Was willst du eigentlich? Im Turm gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, die du gut gebrauchen kannst. Und aha. Bertrand werde ich einfach mitteilen, dass ich den Schlüssel dir übergeben habe. Hm, wenn du meinst. Na klar doch, kein Problem. Ach ja, nochmals, vielen Dank für deine Hilfe. Na Götz, wieder mal Wachdienst? Na, wer denn sonst? Oder willst du mich vielleicht ablösen? Nee, nicht unbedingt. Tja, dachte ich mir doch. Gut, dann schauen wir noch mal kurz in den Zauberturm. Ach, jetzt ist er normal.
Der Zaubererturm. Ah, von innen ist es noch ein Zaubererturm. Warum? Ja. Ja, ja, eine Teleportrune. Ja, ja, ich werde sie benutzen, keine Sorge. Ich habe das ja in Secret of the Manga ab und an verpennt, dass es ein paar Runen gab. Und bevor wir die Folge beenden, will ich noch ein bisschen geiern hier drin. Wir haben eigentlich schon wieder hier die 20 Minuten erreicht, aber ein bisschen geht noch. Ach. Ich hab schon zu viel Verlust. Nochmal neu laden. Die Triche sind teuer. Ja, und 100 Gold, was macht man mit denen? Die spart man, richtig. Ich sag ja, die Triche sind teuer. So, wie gesagt, der Dommer guidet mich hier halt so ein bisschen. Warum ist die Sense so viel wert? Wollt ihr mich verarschen? Also wie gesagt, ne, falls der mal eine Aufnahme dabei ist, dann ist das nur zu eurem Besten, weil ich sonst wahrscheinlich wieder Jahre brauche, bis ich irgendwas finde. Ja, ich wollte den Ring auch, ich wollte nur suchen, so, da ist er. Ich will noch hier hoch. Ah, ja, okay. Ich sehe hier im Zaubererturm nur nichts, ich sehe nur irgendwelche Sonnen und tiefste Finsternis. Ah! Ein paar Tränke, nicht schlecht. Sogar ein dicker. Sonst noch was? Was versteckt? Oh, Pfeile. Hätte man hier nicht... Ah, ein Kurzbogen. Wollte schon sagen. Hätte man nicht noch einen Bogen zulegen können? Hat man. Springen wir mal hier runter. Dein Ernst? Der hat falsche Hand... Na egal, wir können ja irgendwo pennen. Irgendwo ist jemand bettfrei. So, gut. Dann hier fast tot. So, da ist das Game nochmal abgeschmiert. Ich wollte mich eigentlich noch verabschieden. Wie gesagt, die letzten drei Folgen war Dommer noch dabei. Und ich hoffe, der kommt auch nochmal an und ab. Ab und an vorbei. wenn ich aufnehme, weil der Dommer hat, wie gesagt, schon ein bisschen vorgezockt und hilft mir und spoilert mich aber auch nicht. Und ich habe keine Lust, dass wir hier jetzt stundenlang suchen. Das zerrt vor allem an meinen Nerven und wahrscheinlich an euren auch, dass ihr Bescheid wisst. Falls er stört, schmeiße ich ihn auch raus, ist kein Problem. Ja, einfach so, kannst du. Ist mir doch egal. Dann schmeiße ich raus. Auf jeden Fall, wie gesagt, das war es jetzt hier für die 15. Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.